Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World S. Ja, wir sind auf dem Weg, den Boss der Bad Tamers zu besiegen. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, dass wenn wir diesen Boss besiegt haben, dass wir zum Platinum-Thema ernannt werden, vielleicht. Ja, ich weiß es nicht, aber nach Platinum-Thema müssen wir noch irgendwas machen, um Thema-King zu werden. Und ich denke mal, irgendwie gibt sich jetzt auch die Gold-Thema-Quests mal langsam dem Ende zu. Unser Ziel ist die Hard Mountains, wo sich der Boss der Gegner befindet. Ich rechne mit Frigimon. Und weiter weiß ich gar nicht, wie wir hier noch treffen werden. Das müssen die Hard Mountains sein. Ich muss ihren Boss finden. Wen, den Boss der Mountains? Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal nach unten, klettern da hoch, und da lang. Ist hübsch hier, ich mag's hier. Schön kalt. Ob man hier Plesiomons findet? Plesiomon dürfte sich ja sicher wohlfühlen. Oh je, immer weiter nach unten am besten. Hübsch hier. Oh Gott! Okay, da geht's nicht weiter. Oh, und neue Kämpfe. Ich erwarte neue Gegner. Vielleicht auch endlich mal wieder Herausforderung. Eismon, okay. Ja, der hätte ich rechnen müssen. Sudomon! Ich mag Sudomon. Und Züge, nein, das stimmt nicht. Cool. Keine allzu schnellen Digimon, diese Eis-Digimon. Wir müssten auch komplett neue antanken können. Zum Beispiel den Enlightbomb, ja, den Bloody Laser. Aber da wir nur drei Gegner haben, machen wir Gear of Havoc. Und mal sehen, ob es auch gleich für diese drei reicht. Und sowas von. Okay, ich habe wirklich viel zu viel gelevelt, habe ich das Gefühl. Aber ich wollte eben so weit trainieren, wie es ging. Und ich hoffe, dass... kommen wir immer noch nicht dran an diese lila Schatztruhen. Oh, da ist eine Röhre. Super Mario. Und ja, Metal Mamimon sind wir, glaube ich, schon begegnet? Haben wir die in der Junk Factory gesehen? Ich weiß es gar nicht. Greifen wir dich mal an. Machen wir die Kämpfe wieder ein bisschen spannender. Und was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Ocean's Love. Obsessional Death. Aha, was auch immer das heißt. Er greift drei Feinde mit Eis an. Youth benutzt Wasser, um Gegner in Schlaf zu versenken. Guck, ich guck mir das mal eben an. Du greifst sie da hinten an. Bang! Love! Tot. Och, wie süß. 2x1. Und? Oh, 2x1. Dank Ausrüstung, natürlich auch ein bisschen instant, aber was soll's. Jonas, zeig mal, was du dank deiner neuen Ausrüstung kannst. Ein bisschen mehr Schaden raushauen als vorher. Super. ja. Den dürfte jetzt Murphy, also Handromon, totkratzen können. Gut. Ja, zu Tode gekratzt. Neue Todesart. Okay. Skip. Und weiter geht's. Da ist eine Super Mario Röhre, da will ich rein. Hallo. Duck, duck, duck. Wir sind unter Wasser. Nein, wie geil ist das denn? Wir sind unter Wasser. Wir können da atmen. Cool. Also das Divermon, ja, typisches Wasser-Digimon, kommt, ich weiß, dass es in der dritten Staffel vorkam, in einer meiner Lieblingsfolgen, aber kam es auch in anderen bestimmt, Frontier sicherlich, aber in welchen denn noch? Puh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall angreifen. Deswegen ich mit dem eigentlich physisch angreife, obwohl ich ihm eigentlich auf Spirit trimme. Egal. Du greifst auch wieder an. Ah, es ist so... das ist so, ich muss Jonas einmal dedegradieren, damit er
vernünftig wieder stark wird. Ich habe einen Farm-Report. Nein. Immer noch nicht, Kalumon. Nein. Habe ich überhaupt jemals in diesem Let's Play einen Farm-Report gezeigt? Er ist unnütz und Kampf. Ah, ein Warmon. Kennen wir bereits. War Sasa mal, als er klein war. Also kleiner als jetzt. Wobei eine Warmon bestimmt größer als ein Plesimon ist. Aber ich finde Plesimon einfach nur... Es ist einfach nur cool. Los, Plesimon, tackle das Warmon weg. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Jonas, was hast du irgendwas Neues gelernt? Einen 3-Zonen-Angriff. Surprise Enemy in 3 Zones. Double Slash, Slash with an Axe. ja, Atomic Ray. Cool. Na gut, aber du machst trotzdem deinen normalen Angriff. Den Murphy darf ihn dann weghauen. Ich hab gewusst, dass es nicht reicht. Ja, und kratz das Warmon weg. Kratz, kratz. Gut gemacht. Ja, 299 Erfahrungspunkte. Ja. Aber noch mehr Wassererfahrungspunkte für meine Leute. Das hätte ich denn nicht genug von. Ich habe nur im Sumpf trainiert. Da war noch nur Wasser. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Der Kampf hat sich gezogen. Es waren zwei Warmon auf einem Bildschirm. Und ja, gehen wir weiter unter Wasser lang. Ich mag unter Wasser. Und wow. So kurz vorm Übergang. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir unter Wasser lang müssen oder über Wasser. Auf jeden Fall ist es hier hübsch. Und die Musik. Die Musik finde ich hier schön. Die musikalische Untermalung. Hat ein bisschen was wie aus Skies of Arcadia, der Unterwassertempel und eine Truhe. Truhe. Ich habe einen HP Foodship Ad. Haben wir, glaube ich, ein paar von gekauft. Ein Metal Seeramon. Hatten wir auch schon mal vor drüber geredet, nicht wahr? Jetzt setzen wir ihn da ein. Machen wir mal einen Bloodlaser, ich will wissen, was wieder aussieht. Nochmal. Ach genau, das war ein Angriff von... Yay! Ein Blitzball, also eine Kugelblitz unter Wasser zu schießen, ist natürlich das Schlauste, was man sich einfallen lassen kann. Ja, wir benutzen die böse Zunge. Vielleicht können wir das gegnerische Digimon verwirren oder töten es einfach instant mit 500 Schaden. Auf jeden Fall hat Murphy sein Level ab und Jonas folgt dem Beispiel auch bald. Auf jeden Fall geht's rechts weiter, nach oben, nach links, da dann wieder runter. Ach ja, by the way, Jonas ist unglaubliche 3 im Angriff gestiegen gerade. Ich hoffe, dass ich... Boah, der Weg ist lang, aber ich habe noch eine Röhre. Haha, Super Mario. Duck, duck, duck. Hui, und es ist wieder kalt. Vielleicht bewegen wir jetzt Eis-Pokémon, Digimon. Zum Beispiel einem Andromon. Ein wildes Andromon haben wir noch nicht getroffen. Es sind sogar 2 Andromon. Was macht Andromon in so einer eisigen Gegend? Andromon, was machst du hier? Auf jeden Fall mache ich jetzt Geo-Off. Havoc. Klingt ein bisschen wie aus einem MMORPG oder so. Auf jeden Fall sind alle 3 tot. Danke. Ging schnell. Sieht so ziemlich aus, als müssten wir hier lang und wir hatten so viele Abzweigungen und irgendwie. Oh, da war diesmal nichts Neues bei, aber so viele Abzweigungen und ich habe gleich den richtigen Weg gefunden. Endlich habe ich dich gefunden. Du musst dieser Boss, der Boss der bösen Tamer sein. Irgendwie hat der was. BT-Boss! Ja? Du? Unmöglich. Wie bist du hier hingekommen? Die Digimon hier sind sehr stark. Und niemand ist in der Lage, hier durchzukommen. Das kann nicht sein. Unglaublich. Sieht so aus, als könntest du nirgendwo hinflüchten. Ich werde dich mitnehmen.
Glaubst du wirklich, es wäre so einfach? Ey, Anoni, Anodi, bringen sie raus. Was? Anodi? Sieht so aus, als wärt ihr... Ach, sieh an, wen wir hier wieder haben. Du bist mir schon einmal im Weg gewesen. Ich sehe. Du und diese Anodi, ihr gehört zusammen und steht hinter den Bad Tamers. Doch was habt ihr als nächstes vor? Es gibt keinen Grund, warum wir dir das sagen sollten. Zeig dich, Bahayumon. Was? Was sagst du? Leucht. Überrascht? Bahayumon, zeig dem Thema, wo es lang geht. So wart ihr es, die das getan haben, die das Azulamon und Ebrobom angetan haben. Ja, bis wir dich aus dem Weg haben. Aber ich habe keine Zeit. Ich werde nicht verlieren. Okay, ja, ich habe mich ja schon gewundert, wo Bahayumon blieb. Der große, weiße, episch aussehende Tiger. Oh, geil. Der ist cool. Ja, wie gewohnt, würde ich mal sagen, ein Dreifeldangriff auf Bahayumon. Ich hoffe, der ist Dreifelder groß. Ja, wie gewohnt. Oh, der kommt zweimal dran. Das könnte gefährlich für Yoni-Boy werden. Was haben wir denn so? Wir haben Hyper Freezer oder Melodic Wave. Könnte in Schlaf fallen. Könnten wir in einer anderen Runde machen, wo danach der zweimal dran ist. In der Hoffnung, dass er tatsächlich einschläft. Oder auch nicht. Vielleicht überlebt er das Ganze auch gar nicht. Auf jeden Fall machen wir mit ihm mal. Er hat Atomic Ray. Versuchen wir das gleich mal. Vielleicht macht das auch ein bisschen Schaden jetzt endlich. Boom! Aber hallo Jonas, du bist was in Endbosskämpfen zu gebrauchen. Und gleich Level Up für Zaza. Zaza erhält Angriff, Defense, Build, Speed, Attributes, MP, MP. Puh, cool, das macht Spaß. Bahayumon, bist du in Ordnung? Antworte mir. Ne? Ich bin in Ordnung. Ich bin wieder ganz bei Trost, danke. unglaublich, das kann nicht sein. Ach, verdammt, hast du schon wieder verloren. Ich fühle die Unwesenheit von Anodi nicht mehr. Selbst wenn es nur du selbst bist, selbst wenn es nur du bist, ich werde dich mitnehmen, Entschuldigung, so. Ich denke nicht. Catch me if you can. Und jetzt laufen die schon wieder weg. Oh no, nein, verdammt. Ich werde ihm folgen. Okay, sei vorsichtig. Ich werde nach Anodi Ausschau halten. Okay, verstanden. Diesmal werde ich ihn kriegen. Jo, ciao. Anstatt einfach hinterherläuft, so groß wie er ist. Nein, wir müssen dem Kerl da hinterherrasen wie Nietzsche. Das werde ich mir jetzt auch an diesen Part noch packen. Das macht sich super noch. Ich werde den Part jetzt so lang machen, bis ich diesen Kerl gefangen habe. Ab in die Röhre. Duck, duck, duck. Ach, versuchst du mich immer noch zu fangen? Ach, wie anhänglich. Hey, warte. Ah, wie lange wird sich das jetzt ziehen? Hoffentlich ohne Abzweigungen dieses Mal. Und, ach doch, eine Abzweigung, wie ich sie hasse. Okay, das war eine Sackgasse. Und warum ich nichts gesagt habe, sorry. Okay, dann geht's tatsächlich nach oben weiter. Hallo Silim, what's up? Warum ist hier ein Screenwechsel? Vielleicht war es zu groß für so eine kleine Datei. Ach, schon wieder eine Abzweigung da oben. Da ist eine Truhe, an die wir nicht drankommen. Also drankommen können wir schon, aber naja, ne? Rang zu tief. Here we go! Ah nein, lieber ein Farm Report von Kalimon. Nein, danke. Wie gesagt, here we go. Weiter und schon wieder ein Endbossfeld. Kämpfen wir diesmal gegen den Boss? Oh, wir kämpfen gegen den Boss. Noch in diesem Part.
Nein, nun kannst du nicht mehr weiter. Es ist Zeit, dich aufzugeben. Das werden wir noch sehen. Ich kontrolliere einen Giga-Citramon. Was? Das ist ein Giga-Citramon? B? Natürlich, war ein Marine-Angemon? Hä? Das ist schlecht. Ich war der Meinung, wir hätten einen Giga-Citramon hier. Pipu, pipu, oh, ja. Tamers lässt grüßen. Was hast du gesagt? Was? Hätte hier geschlafen und als Giga-Citramon kam, hat er ihn einfach weggeschlagen? Nun, das ist aber jetzt wirklich eine Sackgasse für dich. Ich habe keine Wahl. Das ist wirklich schlecht. So, bitte, würdest du sie für mich kaputt machen? Bibi, Pipu, P. Okay, danke. Was? Warte mal. Gott, nein. Das Ding ist doch bestimmt klein. Und Giga-Citramon wäre mir lieber. Ich liebe Giga-Citramon. Giga-Citramon sind cool und das ist so ein Feld-Digimon. Na gut, dann hauen wir da mit Einfeld-Attacken drauf. Zum Beispiel das Lightning Blade. Haut richtig viel Schaden raus. Das könnte mal wieder ein interessanter Kampf werden. Oder auch nicht. Oder auch wirklich nicht. Ja, dann denke ich mal, ist das Ende. Wasser-Digimon gegen süßes kleines Marine-Angemon. Marine-Angemon tot. Schön. Das war ein langer Kampf. Autsch. Pipi einfach jedes Demon wegbatten. Komm runter und hör zu, Marine Angemon. Dieser Tamer dort ist wirklich ein sehr böser Junge. Pipi, Pipu, Pipa. Es ist die Wahrheit. Bitte, du musst mir glauben. Sieh uns an. Sehen wir etwa böse aus? Hin und her guck. Piep. Danke, Marine Angemon. Ich verstehe auch immer genau, was sagt. Pipu, pa. Was zum... Nein. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ich habe ein Wurmloch... Ich habe es geschafft. Ich habe ein Wurmloch zum Flüchten erstellt. Erinner dich. Wir uns wiedersehen. Scheiße. Was? Wie ist er? Oh, er ist entkommen. Ah, Bahamon, hallo. Ich habe die Spur von Anno und die verloren. Dasselbe wie hier. Ich habe den Boss genauso verloren. Sieht so aus, als hätten beide ein Wurmloch erschafft, um zu flüchten. Erschaffen. Ja, sieht so aus. Ich denke, dass der Boss Unknown D's Power benutzt hat. Das wirkliche Problem ist Unknown D. Um ein Wurmloch zu kreieren, muss es ein sehr starkes Digimon sein. So, Anondin ist also ein Digimon. Ich kann es nicht genau sagen. Lass uns zurück zur Zentrale gehen und Bericht erstatten. Okay. Man sieht sich und danke, Marine Angemon. Piep, 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 ha. Oh, ja, Marine Angemon ist süß. Ich habe alles von Bahamon erfahren. Gut gemacht. Vielen Dank, aber ich war nicht in der Lage, den Boss von den Bad Tamers oder Unknown D zu fangen. Mach dir keine Sorge. Wir sind stärker, als wir gedacht haben. Jupp, das waren sie. Nur wie konnten sie Wurmlöcher erzeugen? Nur eine Handvoll von Digimon können das. So, wie kann es sein? Aber etwas in dieser Stärke würde eine wirklich... das ist ein Fakt, wir können uns nicht irren, was... also in Fakten, der Boss der Bad Tamers sagte, dass sie zurückkehren würden. Diese Wörter sind ein Grund zur Sorge. Was werden sie als nächstes versuchen? Das werde ich dir erzählen, wenn ihr es wissen wollt. Der wagt es tatsächlich zu kommen? Hä?
Hey, du bist der Boss der Bad Tamers. Ich übersetze das nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er derjenige war, den ich an Skype letzt gesehen habe. Was glaubst du, was machst du hier? Was hast du nun vor? Du hast mich verflucht. Du bist ein Dorn in meinem brillanten Plan, um diese Welt zu regieren. So muss ich dich als allererstes niederschlagen. Du bist nur eine Dorn in meiner Seite oder sowas, irgendwas Kleines. Werde ich mich besser fühlen, wenn du besiegt aus dem Weg geschafft wurdest. Was? Was hast du vor? Wie wär's damit? Das ist ein böser Ring. Wo hast du ihn her? Ist es Unknown Deeds? Natürlich, du hast es erfasst. Und nicht nur das. Es ist dazu umstrukturiert worden, Digimon jeder Stärke zu kontrollieren. Oh nein, nicht Sekuagimon! Erinnert mich ein bisschen an, Dingenskirchen. Digimon Zero Two mit dem schwarzen Ring. CB Angemon, Member, Mitglieder der vier Souveränen. Schützt Sikuhaumon! Wir können es nicht mehr länger aufhalten und mit diesen Wörtern würde ich sagen, weiter geht's im nächsten Part. Bis dann und ciao!